Willkommen zurück zu Pflanze gegen Zombies. Letzte Part haben wir Überleben Tag gemacht. Und ich habe hier schon mal ein bisschen aufgeräumt, ne? Und wir haben wieder so fast 2000 Gold. Mit einmal alles abernten. Aber jetzt musst du auch erstmal. Zwei Diamanten. Ist das nicht toll? Wir haben übrigens neue Zahnpflanze in den Garten. Da habe ich schon mal aufgewertet, ne? Aber ist ja nicht so schlimm. Wir machen ja gleich weiter. Ding, 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 ding. Hey, seht mal, wie viel Gold wir kriegen. Das ist so geil. Wenn denn nicht alle Pestilenz wollen, ist das so geil. Das ist, man muss das einmal machen und dann, zack. Dann ist man reich. Also am Ende des Parts können wir wieder Baum der Weisheit machen. Oder Ende dieser Schlacht. Also wir machen auf jeden Fall weiter mit Überleben. Und zwar Überleben. Nebel. Egal, machen wir. Machen wir. So, wir haben das mit dem Flammenerbsen gemacht. Ich bin versucht, das wieder zu machen, weil das hat eigentlich ziemlich gut geholfen. Aber hier ist es Nacht. Da brauchen wir zuerst mal die. Aber da es Nacht ist, müssen wir andere Taktiken verwenden. Und es ist neblig, also wir brauchen die. Die brauchen wir sowieso. Wir brauchen das. Ich würde mal sagen, wir benutzen mal einfach den Mitator-Sonnenpilz. Und was brauchen wir sonst noch? Das. Hier das. Ich würde sagen, ich unterbreche den Part. Ich muss jetzt ein bisschen überlegen, was ich alles einsetze, ne? Das könnte sonst vielleicht ein bisschen zu langweilig sein, ne? So, das müsste es hinhauen. Okay. Einfach mal ran an den Speck. So, erstmal die zwei Sachen, die sind ganz wichtig. Die Land. Ja. Es dürfte dann alles verschnellern, jetzt da wir einfach eine Imitator reingeschmissen haben. So. Oh, was hängt denn das? Hallo? Oh, come on. Das ist nicht cool. So. Oh, jetzt habe ich. Ah, nee, doch ganz gut getroffen. So, die Dinger müssen wir auch nochmal reinschmeißen. Jetzt stirbt, ne? Ne, nicht weitergeben, mein Freund. Okay. Es haut hin bis jetzt. Jetzt ist es noch ganz gut. Imitator können wir wieder bauen. Den. Dann noch die Teile. Okay, bisschen Licht. Oh, da unten kommt so einer. So, das heißt, wir bauen einmal den da auf. Und einmal den. Funktioniert der bis jetzt noch ganz gut. Ach, macht mich schon ein bisschen nervös, muss ich sagen. Einfach nur darum, weil das gerade irgendwie so aussieht. Die Pilze sind nicht die stärksten Waffen, das ist euch sicherlich im Laufe des letzten. Boah, jetzt kommt hier schon wieder so einer. So, friss den. Ach, auch nicht. Ja. Okay, der muss dann dahin. So, der ist gewachsen, das finde ich ganz gut. Das heißt, wir können jetzt überall die Teile aufbauen und da unten kommen Gegner. Hier unten machen wir diese schießenden Pflanzen. Dort machen wir das.
Und jetzt ist es wieder dunkel. So, dann haben wir schon mal hier das. Beziehungsweise macht es mal hier unten die schießende Pflanze. So, ich mag es nicht, wenn der Part unsynchron wäre. Test mal bitte auf, so extrem zu hängen, Mann. Der Typ da runter. Oh, ich weiß nicht, das ist so anspannend irgendwie. Ich weiß. Ah. Stirb. Oh, komm. Das wird mir ein bisschen nervig, wenn das. Das muss man einfach mal regelmäßig machen, einfach unterbrechen und dann. Dann funktioniert es auch mal ganz gut. So, der kommt dahin. Ja, sicher. Ihr mich auch. Boah, ihr Cheater, ey. Ihr seid so ein Cheater. Na, so kann man nichts mehr sagen. Einfach nur gecheatet habt ihr. So, hier setzen wir einfach die Teile auf. Gut. Gut, 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 gut. Der kommt weg und dann setzen wir den dahin. Oh, komm schon. Nein, da kommen nicht noch mehr Zombies. Ich musste auch die anderen Pflanzen. Ach, egal. So, also die kleinen Säcke brauchen wir jetzt nicht mehr. Wir setzen einfach die großen. Wir setzen die. Die brauchen wir rein theoretisch auch nicht mehr. Wir machen die hier. Wir machen die. Wir machen mal einen Fleischfresser. Wir machen das da. Okay, was brauchen wir sonst noch? Wenn wir rüber schauen. Da. Wir machen mal einen Imitator großen Sack. Okay. Gut, was brauchen wir sonst noch? Vielleicht noch so ein kleines Geschütz. Die Wasseralge könnte auch ganz praktisch sein. Wir brauchen eine Laterne. Nee. Wir machen die Alge weg und machen wir das. Gut, Action. Oh nee, ich habe die Hello Kitty-Dings vergessen. Egal. So, ein Imitator bitte. Ah. Vergesse ich den Käse noch. So, der kommt weg. Dort setzen wir so ein Ding hin. Okay. Oh, ja, ja, jetzt funktioniert es ganz gut. Jetzt scheint es, als würde es hinhauen. Den machen wir jetzt weg und machen dort einen Stab ein. Wenn wir die Laterne nicht brauchen, wäre es eigentlich ganz gut. So, dann kommt ein Schnapper. Hier setzen wir einen Imitator. Hier setzen wir noch mehr Dinger hin. Gefällt mir eigentlich, braucht da oben auch noch so ein Ding. Ah. Ja, die Turmhochspringer. Dann hier nochmal so eine Wasserpflanze, Abwehrgeschoss. Gut. Noch ein Stinkpilz. Da bräuchte ich hier unten eventuell nochmal was. Ich glaube hier. Ey, wir machen hier. Genau. Sowas machen wir. Ah, verdammt. Dann brauchen wir wieder Stink. Ach nee, wir machen ja. Ah, wir machen Stinkpilze. Es sieht nicht so aus, als würden sie gewinnen. Und das finde ich gut. Ich mag keine Gegner, die gewinnen. Das mag ich überhaupt nicht. Hier machen wir einfach so einen Verwirrungspilz. Das dürfte die auch eine Weile ausbremsen. Sollten die so weit kommen. Hier noch ein Stinkpilz. Alles funktioniert ganz gut. Und da oben noch so ein. Ja, perfekt.
Das könnte öfters so laufen. Und da kommen noch mehr. Was für eine Überraschung. Fresst euch auf, meine Freunde. Ich sagte, fresst euch auf. Ja, das ist halt echt eine Enttäuschung. Aha. Jetzt machen diese Zombies echt Probleme. So, der kommt halt weg. Okay. Normal das ganze Spielchen. Wir brauchen Hello Kitty. Wir brauchen Seerosenblatt. Wir brauchen Stinkpilz. Wir brauchen hier das. Wir brauchen vielleicht eine Atombombe. Wer weiß. Das und hier das. Und wir brauchen Stachelbohnen. Stachelbohnen hoch 2. Imitator Großpilz Dingens. Das müsste alles sein eigentlich. Ja, ja. Müsste hinhauen. Und Action! Ich weiß nicht, was ich hier hinten machen werde. Mal schauen. Zombies, hinkommen. Das dürfte sich zumindest einigermaßen ausbremsen. Und dann hier noch. So, gut. Das funktioniert ja ganz gut. Die Stinkpilze sind nicht schlecht. Wenn sie aus so einer Entfernung schießen, ist das nicht schlecht. Und die machen so lustige Geräusche, muss man auch mal sagen. Dieses Geblubber finde ich eigentlich recht angenehm sogar. Komm, Katzenschwanz, ich will dich, Katzenschwanz. Ich mag Katzen. Hunde mag ich aber ehrlich gesagt mehr. Okay, mache ich hier hinten noch so Angstpilze. Ich weiß nicht, hat das so eine Reichweite? Ne, hat das nicht. Okay, jetzt setzen wir einfach die Teile hin. Dann noch so ein Stachelbein. Die sind so stark. Wir setzen sie lieber durch die hier, die kann man immer wieder nachreparieren. Und auch der da unten ist ja fast tot. Nee, den darf ich nicht so. So. Ihr habt doch keine Chance mehr. Ich habe so gut wie gewonnen. Seht es ein. So, den setzen wir. Lieber nochmal als Imitator. Sicher ist sicher. Funktioniert jetzt eigentlich ganz ziemlich gut. Ja, bis das auf die Tatsache. Boom! Ich wusste, Untergang kann man gebrauchen. Was? Das Wasser ist verpestet? Ja, sicher. Also, damit habe ich nicht gerechnet. Ich dachte, man kann das Wasser ruhig einsetzen, ohne solche nachfolgende Schwierigkeiten zu haben. Naja, kann man sich täuschen. Da machen wir lieber was anderes. Wir machen lieber... Au, Michael Jackson und so ein Schwingteufel. Wir machen lieber so einen Eispilz. Immer mal Kürbis. Ja, wir machen die hier und das. Und was machen wir sonst noch? Wir brauchen das auf jeden Fall. Dann brauchen wir noch das. Wir können in der hintersten Reihe noch irgendwas machen. Aber was? Das ist hier die Frage. Ah, vielleicht noch mehr Scharfschützengeschosse. Wo sind die? Hier. Und... ein Magnetpilz könnten wir benutzen. Ob der gut ist? Ich meine schon. Haben wir schon mindestens was gegen die da? Und das da? Hier das? Ja, perfekt. Gut. Wieso habe ich eigentlich Imitator Magnetpilz gebraucht? Ach, egal.
So. Einmal den ersetzen. Den ersetzen wir durch den. Dann haben schon mal diese einen Zombies keine Chance. Diese, die Sprengteufel, die können an meiner Verteidigung nicht einfach in die Luft sprengen, wie es ihnen passt. Und wir verteidigen einfach alles ein bisschen mehr. Erhöhte Verteidigung bringt immer. Müssen wir nur noch warten. Joa. Passt eigentlich ganz gut. Ich hoffe, das ist nicht lange verseucht. Ich würde gerne wieder meine Ordnung aufbauen. Oh, Michael, wie geht's denn so altes Haus? Das ist gecheatet, Mann. Ach, daran habe ich gar nicht gedacht. Und da unten kommt er wieder. Aber das fällt auch ganz gut. Ich muss nur überlegen, wo ich diese Eispilze hinzaubere. Die haben nirgendwo Platz. Okay, wir machen aber die hinterste Reihe weg, dann können wir schon mal das machen. So, das Ding kommt weg. Wir freezen erstmal alle. So. Das dürfte sie alle ein bisschen ausbremsen. Du kommst weg, dann sitzt da ein Magnetpilz. Sonst noch Wünsche, meine Freunde? Also ich meine, sie haben keine Chance. So, mal sehen, ob es funktioniert. Wenn er jetzt einfach so ein blödes Loch rein... Ja, hat funktioniert. Der hat keine Chance. Ich glaube, die setzen wir lieber für die Waffen auf. Diese zwei Reihen hier. Hinter diesen zwei Säcken. Ich glaube, das ist am besten. Okay, die Zeit ist rum, aber ja, ich mach das jetzt noch zu Ende. Muss ja halt in zwei Teile schneiden. Freeze! Okay. Sehr nett von dir. Kann man auch wieder nachreparieren, ist das nicht cool? Und überleben, Mabel. Eine Eismaschine? Ach, dafür habe ich einen Stachelboden. Ha. Okay, wir brauchen das, wir brauchen das. Wir brauchen Imitator. Das. Wir brauchen vielleicht einen Atompilz. Vielleicht dies hier. Das da. Hier machen wir mal das da. Ah, Pflanze frisst Schnapper, brauche ich nicht. Ein Stinkpilz vielleicht. Und die Laterne. Für die Michaels. Falls sie wieder kommen sollten. Man kann ja nie wissen. Dann bauen wir hier die Favor bzw. so eine ganze Reihe davon. Jedenfalls haben wir schon mal genügend Waffen. Aber nicht genügend hier von. Ah, egal. Ich hätte Seerosblatt nehmen sollen. So. Das können wir auch direkt schon mal wegmachen. Jetzt müssen wir eigentlich nur noch warten. Vielleicht ein bisschen nachjustieren. Aber sonst funktioniert das jetzt alles schon ganz, ganz gut. Dann hier das nochmal nachmachen. Ja. Zeigt, was ihr drauf habt, Gegner. Ich warte. Dann machen wir auch noch ein Ding rein hier. Hier solche Geschosse. Das ist doch was. Das ist eine Verteidigung. Das ist set. Die haben keine Chance. Deswegen freezen wir sie jetzt alle. Bumm. Ja, das ist so geil. Die haben einfach keine Chance. Die werden so weit fortsterben. Meine unheimliche Freunde. Und der wird in die Tiefe gezogen. Ich finde es gut, dass die Eismaschinen nicht über diese Platten drüber kommen, weil sie da einfach explodieren. Also es war eine gute Investition. Ja, jetzt müssen wir eigentlich nur noch warten. Oh, letzte Welle.
Freeze. Oh. Egal, das funktioniert. Jetzt fallen die hier alle um. Ding, ding, ding. Mama, freeze. Ich setze gleich einen Atompilz ein. Ungefähr so. Das war jetzt irgendwie Verschwendung. Ich helfe dir ein bisschen, mein Freund. Ah, gewonnen. Ja, es ging ja, war ja nicht. War nicht so schwer. Das war nicht zu schwer. Das fand ich gut. Ja, kein Problem. Okay. Jetzt haben wir noch eine Runde Überleben geschafft. Jetzt kommt, nächsten Pass kommt Überleben schwer. Ich hoffe, dieser Part hat euch gefallen. Ich meine, es war jetzt nicht zu schwer. Es war nicht zu leicht. Es war wieder so ruhiger Part, was ich ganz gut finde. Ich mag ruhige Parts. Und wir sehen uns einfach das nächste Mal wieder. Bei Pflanze gegen Zombies. Bis dann.